Moin Moin und damit willkommen zu einer Ankündigung. Und zwar soll es heute gehen um die Wiki Aventurica, das große Nachschlagewerk für sämtliche DSA-Editionen. Nicht so sehr um die Regeln, die Regeln wird man hier drin nicht so finden. Es geht hier eher dann um den Fluff, um geschichtliche Ereignisse, um irgendwelche Abenteuerzusammenfassungen, wann man wo was lesen kann, wenn man dann gerade ratlos ist, welche Informationen ich brauche. All das findet sich hier in der Wiki Aventurica. Solltet ihr höchstwahrscheinlich wissen und wenn nicht, dann erzähle ich es euch jetzt. In der Vergangenheit wurde die von vielen verschiedenen Usern gepflegt und damit das eben so bleibt, gibt es jetzt eine Mitmachaktion, wo sich die DSA-Redaktion von den DSA-News bzw. vom DSA-Forum sehr darüber freuen würde, wenn ihr da mitwirkt. Und dafür gibt es dann auch eine kleine Belohnung, sage ich einfach mal. Ich gehe einfach mal auf die Seite von den DSA-News. Da steht dann nämlich eben hier diese Mitmachaktion Wikilove, was man braucht, um da mitwirken zu können. Und da gibt es dann eben auch noch ein kleines Tutorial von Zorni. Das könnt ihr dann hier euch anklicken. Ansonsten gibt es hier noch Hilfe. Oder wenn ihr gar nicht weiter wisst und gerne helfen wollt, aber nicht wisst, wie es funktioniert, dann klickt ihr einfach hier auf diesen Discord-Link und dann wird es euch da eben auch nochmal schön erklärt von den ja, DSA-Redaktionsmitgliedern. Ich hatte eben was gesagt von einer kurzen Belohnung. Auch hier im DSA-Forum könnt ihr es dann hier oben angepinnt erkennen. Schnappt ihr das Wikilove-Badge im Mai. Auch da könnt ihr einfach draufklicken. Ich werde das aber auch alles nochmal verlinken. Hier ist dann von Zorni der Eintrag. Und hier gibt es dann ein kleines Punktesystem, was dann eure ausführlichen Artikel belohnt. Es kann aber auch sein, dass ihr, wenn ihr nur irgendwie was Neues anlegt oder so, einen neuen Namen von einem NPC, von einer neuen Stadt, von einem neuen Abenteuer, das würde auch schon reichen. Und je nachdem, wie ausführlich das dann wird, gibt es dann hier eben Punkte. Könnt ihr euch dann hier nochmal ansehen. Und danach gibt es dann eine neue Badge. Das ist dann hier sowas wie diese Errungenschaft. Hier sind das erstmal nur diese Beitragsszene. Je nachdem, wie viele Beiträge man hier hat, bekommt man hier eine Badge von Praios, Rondra, Effard und so weiter und so fort. Und da gibt es dann eben noch ein neues Logo zu verdienen. Wenn ihr da mitmachen möchtet, dann klickt einfach mal unten rein in die Beschreibung und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr gemeinsam mit uns da mitmacht. Ja, mehr wollte ich auch gar nicht machen, mehr wollte ich gar nicht erzählen. Ich würde mich einfach freuen, wenn ihr dabei seid. Und damit würde ich das Video auch schon wieder beenden. Ich verabschiede mich von euch und wir sehen uns beim nächsten Mal.